Hallo meine Lieben da draußen und schon wieder gibt es einen Haul und dieses Mal war es Müller, C&A und Primark. Ja, heute ist Montag und mein Mäuschen Ann-Kathrin und ich, ja, wir haben uns extra Urlaub genommen, um einfach mal in Ruhe zu shoppen, weil also wir waren halt in der Waterfront und da brauchst du einfach echt lange Zeit und besonders wenn man dann in den Primark geht. Und dann haben wir uns direkt morgens um 10 getroffen und haben knappe 6 Stunden entspannt gebraucht. Wir waren am Anfang, haben wir erst einen Kaffee getrunken, ein Chai Espresso oder Chai Presso. Das ist Chai Latte mit einem Espresso drin, voll lecker im Alex und der kostet 3 Euro. Und dann sind wir los zu Primark gestiefelt. Und da suche ich mal, was ist der Bon? So. Ja, wo ist der Bon? Da! Am meisten steht es ja auch auf den Sachen vom Primark drauf. Ich habe echt nicht viel gekauft, aber im Verhältnis zu den Preisen hätte man denken können, es wäre noch weniger gewesen. Ja, weil ich wirklich vieles günstig geschossen habe. Ich habe sehr viel Wert auf Hosen dieses Mal gelegt, weil ich wirklich Hosen brauche. Und ja, das Coole war, wir haben beide die gleiche Konfektionsgröße und konnten somit, also jeder hat für jeden halt dann auch noch mal das zweite Teil in der gleichen Größe geholt, weil wenn man schon mal, ja, wie soll ich das sagen, also ich war zum Beispiel bei den grauen Hosen und Ann-Kathrin bei den blauen Hosen, dann haben wir gesagt, okay, das gefällt mir, der Stoff gefällt mir, okay, hol mal zweimal. Und ich habe dann die graue Hose auch zweimal geholt, wo wir dann auch beim Thema sind. Ich habe mir eine graue Hose gekauft, so sieht sie aus. Und die sind alle so ein bisschen stretchy. Da steht drauf, skinny steht da drauf. Die ist halt eng anliegend. Und ja, die hat gekostet 8 Euro. Und so sieht sie aus. Ja, die finde ich total gut. So für den Herbst. Und ja, die ist halt unten auch eng. An den Beinen oder Waden nennt man das ja. So, das waren die ersten 8 Euro. Dann habe ich mir noch eine Jeggings gekauft. Die ist allerdings irgendwie sehr kurz gewesen. Die gab es in der Länge und in meiner Größe. Also die gab es nur noch in 42, in 30 Inch Länge. Aber ganz im Ernst, normalerweise ziehe ich im Herbst auch immer Stiefeletten an. Und dann sieht man es nicht so unbedingt, dass sie ein bisschen kurz ist. Die hat 9 Euro gekostet und ist in so einer Farbe. Und da habe ich dran gedacht, dass ich muss ja entweder mal samstags oder sonntags arbeiten und dann kann ich dazu irgendwie einen schönen, entspannten Pulli anziehen oder so. Und dann, ja, ist das nicht alles so gezwungen. Ja. Gezwungen, sagt sie. 9 Euro waren das. Dann gab es noch eine Hose. Ich habe insgesamt 4 Hosen gekauft. Und zwar, also die fühlen sich vom Stoff alle mega toll an. Und jetzt habe ich eine in Aubergine gekauft. So Violett Aubergine ist die für 10 Euro. Und das Tolle ist, die hat hier hinten so an der Hüfte hat sie so Applikationen. Voll schön. Und ja, also ist eine ganz normale Jeans mit Taschen und einer, ja, und einem Reißverschluss. Und hat eine, also die Farbe finde ich mega toll. Und die andere Hose war dann nochmal so eine schöne, ja, Skinny nennt sie sich, für, lass mich mal gucken, auch 8 Euro glaube ich, ja 8 Euro, eine etwas hellere, in so einem Denimblau. Jo, so, das waren die 4 Hosen. Und passend zu dieser auberginefarbenen Hose habe ich mir noch eine Mütze natürlich gekauft. So sieht sie aus. Ich ziehe sie mal für euch auf. Da. Wartet. Muss es eben so machen, wie ich es immer mache. So. Ich muss mal eben im Display anschauen.
So, das ist sie. Ich liebe Mützen. Mützen sind toll. Ja, und die passt natürlich perfekt zur Hose. Guckt es euch an, ja. Und die hat 3 € gekostet. Und dann waren wir noch in der Home-Abteilung. Und da habe ich bei Kerzen zugeschlagen. Da habe ich einmal für mich in so einem schwarzen Glas gekauft. Süße Ananas und Ingwer gekauft. Boah, die riecht. Also würde es bei Haribo ein Ananas-Gummibärchen geben, würde das genauso riechen. Und die riecht aber genauso intensiv wie eine komplette Packung davon. Also so schön süß und wirklich nach Ananas. Und nicht künstlich. Ich finde, die riecht wirklich richtig nach echter Ananas. Ja, und da steht halt nochmal, also es ist ganz niedlich aufgemacht, finde ich, die Packung, irgendwie die Verpackung oder diese Aufkleber. Und da steht halt noch drauf, dass die bis zu 30 Stunden brennt. Und, achso, die hat gekostet, warte mal, 3 € hat die gekostet. Es gab die auch nochmal in kleiner, aber, in Teelichtern, genau. Das waren dann, glaube ich, wie viel waren das denn? 24 Teelichter? Ja. Und die haben 2,50 € gekostet. Und dann dachte ich mir so, nee, so eine große Kerze ist doch eigentlich viel schöner als so ein paar Teelichter. Besonders weil ich stehe voll auf große Kerzen. Ich habe hier ja auch eine stehen in meinem Deko-Glas. Schaut mal, wie ist das aber von Xenos? So sieht das aus. Und ja, finde ich irgendwie schöner. Und wenn die dann so brennt und ihren Duft da verteilt, finde ich das total gut. Und dann habe ich für meine Mama auch noch eine gekauft. Die riecht auch mega gut. Das ist Redberry in Jasmine, also Jasmin und rote Beeren in so einem schönen rosa Ton. Und ja, das ist halt die gleiche, ne? Auch 3 €. Und weil mir dieser Geruch ganz gut gefiel, habe ich mir an der Kasse für 1 € die gleiche Kerze nochmal gekauft, also dieses Redberry in Jasmine. Ja, in so einem kleinen Glas. Also im Verhältnis jetzt finde ich ganz süß so. Und die kommt wahrscheinlich ins Schlafzimmer und die andere Pineapple and Ginger in die Küche oder ins Wohnzimmer. Genau. Achso, und dann waren wir ja noch. Habe ich mir noch irgendwas anderes. Ah ja, bei Primark, genau. Nicht nur irgendwas anderes, sondern. Achso, ne, hier. Habe ich mir noch. Ja, für 2 € habe ich mir noch so eine Ringesammlung gekauft. Die hat meine Ann-Kathrin auch. Und das sind solche Ringe. Also, einmal ist das so ein normaler Verlobungsring. Dann haben wir hier einmal mit Strass. Dann haben wir hier einen, der ist so länglich einfach nur. Und dann haben wir ganz, also mega schlichten. Und unser Favorite ist der hier. Der ist so ein bisschen geteilt und hat 2 Steinchen. Voll schön. Ich zeige euch den mal am Finger. So sieht es dann aus. Saugut. Also 5 Ringe für 2 €. Voll gut. Achso, also auf diese Finger passt die Größe M. Vielleicht könnt ihr sagen, meine Finger sehen genauso aus. Ja. Genau. Dann waren wir bei Müller, weil das ja direkt daneben an ist. Und da habe ich mir 2 Nagellacke gekauft. Ah ja, und ein Getränk. 2 Nagellacke. Und zwar ist es einmal die 27 von Catrice, The Pinky and the Brain. So knaller Bam ist sie. In der Kamera ist sie ein bisschen milchiger, als sie als sie eigentlich rüberkommt. So wie sie in der Kamera rüberkommt, ist die Farbe Fugiorama. Fugiorama. Aber die hier ist noch Bam-mäßiger. Ja. Und die sieht genauso aus, haben wir, also die im Fläschchen sieht jetzt genauso aus wie Schatzi von, also wie dieses Mega-Pink aus dieser Oktoberfest-LE von Essie. Weil den hatte Ann-Kathrin auf den Nägeln und ich hatte die. Und dann haben wir es mal aneinander gehalten. Das sieht genauso aus. Kann natürlich auf dem Nagel die hier natürlich komplett anders aussehen. Aber das weiß ich natürlich nicht. Probiere ich aus. Und dann habe ich noch einen Tipp gekriegt. Und zwar ist ja leider Gottes damals dieser Essence Better Than Gel Nails Fast Dry mit diesem blauen Etikett rausgegangen aus der Serie. Und ich habe jetzt den Good to Go von Essie.
Finde ich auch in Ordnung. Der hält auch bombig, nur an den Spitzen nicht, an den Nägeln. Und das finde ich total nervig, weil genau das ist es ja, was so ein guter Topcoat verhindern sollte. Und daher habe ich mir dann noch einen von den Essence Studio Nails mit den Gel Nails Top Sealer in diesem Petrol oder Grün geholt. Der heißt High Gloss. Da. Und der hat 2,75 gekostet und der Catrice hat 2,45 gekostet. So. Und last but not least gab es bei C&A noch eine wunderschöne Strickjacke. Jetzt denkt ihr, wieso, was erzählt die Alte denn von wunderschön? Ja, also pass auf, das ist eine graue Strickjacke. Die hat aber hier so perlmuttfarbene Knöpfe. So. Die sich übrigens total doof aufknöpfen lassen. So, zack, glitzernd. Und das Tolle ist, die geht über einen Bobbes. So. Also die ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Die H&M-Strickjacken, die rutschen bei mir manchmal hoch. Und das sieht total assi aus. So. Und deswegen dachte ich mir so, okay, dann investierst, 15 Euro, je nachdem, wie man es sehen will, investiert habe ich darin und die geht wirklich über den Popo und ja, ich finde sie total bequem. Die ist aus komplett Baumwolle und ja, das Highlight, was mich und Ann-Kathrin total überzeugt hat, sind die Ärmel und zwar haben die hier auch noch so 5 Knöpfchen und die das nochmal ein bisschen schöner machen. Die liegt, also bei dieser Strickjacke braucht die keine Spaghetti-Arme. Sondern das passt alles sehr gut auch für Frauen mit Figur. Ja, nicht nur Streichhölzer. Nichts gegen euch. Wahrscheinlich können die meisten von euch dann nichts für. Blablabla. Packt das nicht alles auf Goldwaage, was ich so erzähle. Ja. 15 Euro und super schön. Sogar hier noch mit Ersatzknöpfen dran. Und ja. Finde ich sehr süß. Genau. Ja, und das war's. Also, dafür, dass wir mega viel vorhatten und das aber auch irgendwie gemacht haben, habe ich tolle Sachen gekauft, die ich wirklich brauchte. Ich meine, 4 Hosen. Überlegt euch das mal. Ja, damit kann man so viel anstellen. Da freue ich mich auch immer drüber. Und ja, das ist es jetzt. Muss man ja mal sagen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich den hier lackieren, obwohl ich die Farbe auch schön finde. Das ist die von so eine von Manhattan aus einer LE im April, Mai war die. Die ist total toll. Das sind aber 2-3 Schichten. Bin mal gespannt, wie die hier so bammt. Könnt ihr wahrscheinlich bald ein Instagram-Foto sehen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und wunderbare Einkäufe solltet ihr auch shoppen gehen. Ja, und was ich sonst jetzt noch mache. Genau, also ich drapiere jetzt hier gerade die ganzen Sachen, um ein Foto für euch hinzubekommen. Für als Startfoto. So, habe ich jetzt gleich. So habe ich es. Ja, und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ach, denen, bei denen die Schule jetzt erst bald losgeht, wünsche ich einen wunderschönen Start ins neue Schuljahr und bei denen das schon angefangen hat, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, eure Ziele dieses Jahr zu schaffen und nicht aufgeben. Manchmal hat man doofe Phasen, aber durchziehen ist angesagt. Tschüss!